Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Tyranny mit Paxis. War ja irgendwas ein Händler? Ich vergesse das immer. Nee, ich glaube nicht, ne? Wir hatten, glaube ich, keinen Händler. Ich glaube, die haben auch anderes Bild auf der Karte, nicht sowas. Mit denen könnte man, glaube ich, einfach nur so reden. Ach nee, Cephilius, glaube ich. Das ist, glaube ich, ein Händler. Ja. Logischerweise will ich einfach nur verkaufen, damit wir nicht wieder so viel Schrott mit uns rumschleppen, wie das schon mal der Fall war. Ja, Darmstoß, wie gesagt, ich sehe hier niemanden, der das gebrauchen kann. Warum soll ich es also behalten? Was soll's? Verkauf den Mist. Oh, die Handschuhe des Gelehrten von Laundry. Ja, das ist echt tragisch, aber wozu? Brauchen wir auch nicht. Und was sind denn das für 2000 Ringe, die wir bekommen haben? 2000 billige Kupferringe wahrscheinlich, weil dafür, dass wir 2000 Ringe bekommen haben, sehe ich nicht, dass wir irgendwie viel mehr Ringe als vorher hatten. Wir hatten doch vorher auch 5 Eisenringe, oder? Sehr merkwürdig. So, ist hier irgendwas, was wir nicht brauchen? Nein, da fällt mir aber gerade auf. Abbrechen. Wir müssen mal kurz checken, wie unsere Heiltränke sind. 4, 2, 3, 6. Dann bekommt auf jeden Fall Lyra 4. Paxis bekommt mal noch den großen Heiltrank. Barik bekommt auch mal noch 4. Was haben wir den Pier-Tierpollen? Entfernt einen zufälligen feindlichen Effekt. Ja, denke ich auch nie dran, das mal einzusetzen, ich Idiot. Hätte ich schon so oft sinnvoll einsetzen können. Paxis hat das gar nicht. Der hat dafür Wachtod und dieses Ding. Ja, Wachtod weiß ich nicht. Brauche ich nicht. Geben wir ihm mal die Pollen und haben wir gleich auch noch welche im Lager, oder? Ja. Und was soll's? Weiter geht's. So, was sagt Ravenmage? Ich glaube bestimmt, dass er sagt, dass wir das erledigen sollen mit dem Abzeichen. Warum wir da erst Bericht erstatten sollen? Naja. Schicksalsbinder. Niemand hat in jüngster Zeit je die Spitze eines Turmes erreicht. Doch du erklimmst sie einfach, als wären sie nur dazu da, von dir besetzt zu werden. Was hast du dazu zu sagen? Ich versuche noch herauszufinden, was das bedeuten könnte. Dann sei vorsichtig mit deiner Neugier. Wenn du das arkane Wissen hinter den Türmen verloren gegangen ist, dann vermutlich aus gutem Grund. Ich würde nur ungern einen solch fähigen Agenten an ein Unglück verlieren. Sag mir, was brauchst du, Schicksalsbinder? Ich bin von den Altmauern, von der Altmauernbreche zurückgekehrt. Und du hast den... Gunst. Und du hast den Anführer der Ungebrochenen getötet? Du hast im Namen der Legion viel erreicht und Hingabe ist eine Qualität, die ich bei meinen Soldaten sehr rühme. Die Ungebrochenen werden zweifelsohne eine andere verrottete Vogelscheuche zur Vertretung ihrer Interessen erwählen. Am besten sollten wir den Rest dieses Reichs unterwerfen, bevor sie die Zeit haben, sich von dem Verlust zu erholen. Er streicht sich über den Bart und grübelt. Du riskierst viel, wenn du diese uralten Ruinen durchsuchst. Obwohl diese Lande nicht völlig dem Reich unterworfen sind, müssen wir uns dennoch an Kyros Gesetz halten, welches das Betreten der Altmauern verbietet. Ich weiß es zu schätzen, dass du im Namen der Legion solche Risiken auf dich nimmst. Wir hoffen nur, dass diese irre Suche nach Erbstücken den Zielen der Eroberung dient. Ich hege den Verdacht, dass selbst Thunon unseren Verstoß vergeben würde, wenn der Krieg davon abhängt. Meint ihr, dass das Schwierigkeiten bedeuten könnte? Nicht von meiner Seite. Bis ans Ende von Teratus hätte ich dich geschickt, wenn das bedeutet hätte, Nerats Stimmen zu bezwingen. Und das schließt die Altmauer mit ein. Sollte Thunon an deinen Handeln Anstoß nehmen, kannst du mit dem Richter selbst eure Differenzen klären.
Ich habe das standhafte Abzeichen erlangt. Damit sollten wir den Windfall überwinden können. Die Ungebrochenen haben klugerweise angenommen, dass Artefakte Kyros Magie umgehen würden. Und wir werden Nutzen aus ihrem Weitblick ziehen. Der letzte der Regenten wird sterben und das Edikt der Stürmer aufgelöst werden. Die Unterwerfung des unbeugsamen Landes ist schon fast vollständig. Ich bin bereit herauszufinden, ob uns diese alte Schmuckstück durch Kyros Stürme bringt. You learn something every day. Wer ist jetzt aufgestiegen? Irgendjemand ist aufgestiegen, oder? Pax ist schon wieder? Ich werde zwei Truppenverbände nach Wachplatz abkommandieren. Eine unter Führung von Eisenwache, Rumalan, den anderen befehligt Kommandant Dimitris. Näher als jetzt waren wir noch nie dran, Wachplatz zu knacken. Solltest du Fragen haben, dann stelle sie jetzt. Andernfalls erwarte ich deinen Sieg gegen die Ungebrochenen und die Rettung meiner Tochter. Nö, ich habe keine. Herr Pax ist aufgestiegen, das geht aber jetzt gerade wieder schnell mit dem Aufstieg hier. Sehr schön. Was machen wir da? Energie hinkt ein bisschen hinterher, aber ich war eigentlich in letzter Zeit trotzdem recht zufrieden damit. Deswegen würde ich tatsächlich nochmal in Stärke reinpumpen. Dann wahrscheinlich in Vitalität, dann in Gewandtheit und dann die nächsten zwei Punkte in Stärke, um das auf 20 zu bekommen. Das ist jetzt so der grobe Plan. Kann natürlich immer ein bisschen abweichen, wenn sich Neues ergibt. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was wir Praxis geben. Was geben wir ihm? Position tauschen, beleben. Ach ja, stimmt. Beleben wollte ich eigentlich nehmen, aber die letzten Kämpfe ist niemand mehr gestorben, nachdem Laundry selber diesen Zauber hat. Deswegen lassen wir das mal. Jeder in der Gruppe erlangt einen Teil seiner maximalen Gesundheit zurück, wenn ein beliebiges Gruppenmitglied einen Feind tötet. Das ist absoluter Unsinn. Das habe ich ja schon mal vorgerechnet. 6% Gesundheit ist so wenig, das ist sinnlos. Es wird fast nie kampfentscheidend sein. Ruf in den Kampf. Inspiriere einen Gefährten und verleihe ihm einen Bonus auf Stärke, Verstand und Vitalität. Dieser Bonus erhöht sich auf Basis der Loyalität des Gefährten. Ja, loyal sind mir eigentlich alle gegenüber eingestellt, oder? Wir schauen mal kurz. Laundry fast 5, Barik fast 5, Lyra fast 5, App über 5, Tötet im Schatten ist egal. Also sind ja nur die ersten 4 interessant, also ja, die sind mir alle sehr loyal gegenüber. Also wäre es wohl gut. Inspiriere einen Gefährten und verleihen einen Bull auf Stärke, Verstand und Vitalität. Ziel, plus 3 Vitalität, Verstand und Stärke für 60 Sekunden. Abklingzeit ist ewig, aber das macht nichts. Das ist eigentlich schon ein sehr, sehr starker Effekt. Und die Knute anwenden, Entschlossenheit, Schnelligkeit, Gewandtheit ist genau umgedreht. Aktiviere einen Gefährten, sich am Schlachtfeld zu verbessern und verleihen ihm dadurch einen Bonus. Aha, Basis von Furcht. Ich glaube, das ist nicht so wirklich ausgeprägt. Nicht mal 1. Okay, Barik hat eine große Furcht. Über 3. Lyra auch. Okay, man muss wohl nur lange mit mir zusammen sein, dann hat man auch Angst vor mir. Wäre also auch okay. Gut, also Ruf in den Kampf ist es bis jetzt. Mal gucken, ob wir noch irgendwas Interessanteres haben. Sieg in der Niederlage. Einmal pro Kampf in deiner Gesundheit auf einem kritischen niedrigen Stand fällt, werden für kurze Zeit der Schaden und die Schnelligkeit von Verbündeten in der Nähe erhöht. Das ist ja nicht so wichtig. Nur nice to have, weil wir wollen ja nicht kurz vorm Tod sein. Dem Tod trotzen, rammelt ein Banner in den Boden des Schlachtfelds. Du und deine Gruppenmitglieder in der Nähe des Banners regenerieren Gesundheit und erhalten einen Bonus auf Schaden. Oh, das ist ja ziemlich cool. Dafür brauchen wir 9, also müssen wir da 3 weitere einsetzen. Abklingzeit 10 Minuten, krass. Unsterbliches Banner beschwören. Reichweite 4 Meter. 12% Gesundheit alle 3 Sekunden für 30, 50% Schaden für 30 Sekunden. Das ist super mächtig. Also das will ich eigentlich haben. Das heißt, wir müssen noch 3 Punkte in Führung investieren. So, das heißt Punkt Nummer 1, Ruf in den Kampf. Dann die Knute anwenden gibt ja auch plus 3. Effekt ist ja auch super geil. Also auch das ist sehr sexy. Und könnte dann der Punkt Nummer 2 werden. Und dann wird wahrscheinlich beleben Punkt Nummer 3, weil natürlich jemanden wieder mit 37% zum Leben erwecken ist natürlich super mächtig, auch wenn man es selten einsetzt. Nachdem du aus dem Schleichen hast, also das ist egal. Waffen im Überfluss ist egal.
Nutze deinen dominanten Willen, um Verbündete zu inspirieren und den von dir und deiner Crew verursachten Schaden vorübergehend zu erhöhen. Interessant, dass wir das noch gar nicht genommen haben. 50% Schaden für 30 Sekunden. Ja, ist irgendwie nicht so wichtig gewesen bis jetzt. Rufen den Kampf ist auf jeden Fall stärker und besser. Ja, ich glaube, die drei Sachen sind besser und stärker als Wille des Befehls, obwohl das gar nicht so schlecht ist. Also wie Paxis ein Talent nach dem anderen einsetzen kann. Stell dir mal vor, er wäre noch ein Zauberer, also ein Magier dazu und könnte noch die ganzen Zauber effektiv einsetzen. Wie der gar nicht mehr, also der würde gar nicht mehr normal angreifen, er würde einfach nur einen Effekt nach dem anderen auslösen. Aber jetzt nehmen wir Ruf in den Kampf. Und wie gesagt, mein Gott, warum habe ich keine zweite Schnellauswahlleiste? Das nervt so krass. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wo legen wir das hin? Ruf in den Kampf. Ich glaube, das ersetze ich mit Kraft des unbeugsamen Landes, weil es eh nur einmal pro Rast ausgelöst wird. Und Ruf in den Kampf ziehen wir dahin. So. Dann war es das schon und on it. Wir gehen zurück zu Wachplatz. Schnell laufen bitte. Bam 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 bam. Jetzt wird es auf jeden Fall länger dauern, bis der nächste auflevelt. Es müsste aber Laundry sein. Wir zurück zu Wachplatz. Ja, Laundry müsste der nächste sein, der auflevelt, aber wie gesagt, das sollte jetzt eigentlich erstmal ein Stück dauern. Die waren jetzt alle nah beisammen. Und ich weiß nicht, warum gerade Barik ausweichen plus 1 hat. Du hast ein Sendschreiben von Schicksalsbünde. Achso, wir haben ein Sendschreiben bekommen, okay. Ja genau, Laundry steigt als nächstes auf. Dann Lyra und Barik schon wieder. Südlich der Türme. Von Schicksalsbünder Miotis erhalten. Werter Pax, deine Zusammenfassung der Ereignisse ist höchst faszinierend. Ich danke dir dafür. Du bist gewiss nicht der erste Schicksalsbinder, der ein Edikt verkündet hat. Viele von uns wurden schon eingesetzt, um das Wirken der Magie des Oberherrn zu vervollständigen. Und du bist nicht der erste Schicksalsbinder, der ein Edikt gebrochen hat. Wenngleich diese Liste sehr viel exklusiver ist und nur wenige Namen enthält. Was aber seltsam ist, nirgendwo in der Geschichtsschreibung gibt es Hinweise darauf, dass jemals jemand dasselbe Edikt verkündet und gebrochen hat. In dieser Hinsicht bist du eine Anomalie. Die schlechte Kunde ist, die Erkonten wissen das und sie werden dieser Tatsache äußerst misstrauisch gegenüberstehen. Ich übersende dir mit diesem Pergament die Adresse der ehrenwerten Schicksalsbinderin Miotis, einer alten Kollegin. Wohl niemand im gesamten Gericht weiß so viel über Dinge, die tun und uns nicht lehrt. Behandle sie mit Respekt und dann wird sie dein Anliegen mit Diskretion und Güte anhören. Viel Glück, Paxis. Mir schwan, dass die Dinge für dich nur noch seltsamer werden. Schicksalsbinder Rogalus, aber das scheint wohl sehr nett zu mir zu sein. Okay, und was soll ich jetzt machen? Züglich der Türme. Neues Zen-Schreiben. Mit der Schreibfeder in der Hand beugst du dich über ein leeres Blatt Pergament. Du hast die Kontaktinformation von Schicksalsbinderin Miotis in der Hand und sinnst über deine Eröffnung nach. Höfliche Eröffnung. Dich vorstellen und Zahlung senden. 500 Ringe. Das ist keine... das ist nicht wirklich respektvoll. Ich bin Schicksalsbinder Paxis und ich diene derzeit in den Stufen. Vor kurzem habe ich ein Edikt von Kyros gebrochen und ungefähr im selben Atemzug habe ich die ruhenden Energien des Turms des Berges der Stufen erweckt. Na, na, na. Nicht abschicken. Dreiste Eröffnung. Mein Name ist Paxis. Ich habe vor kurzem... Die Wahrheit. Na, na, na. Nicht abschicken. Höfliche Eröffnung. Dich vorstellen und Zahlung senden. Höfliche Eröffnung. Liebe Schicksalsbinderin Miotis, ich schreibe dir auf Drängen meines Kollegen und Lehrmeisters Schicksalsbinder Rogalus. Er ist am Ende seiner Weisheit angelangt, was bei ihm selten passiert, und legte mir nahe, dass du die einzige Quelle sein könntest, bei der sich die Antworten auf meine Fragen finden kann. Wenn es dir nicht zu viel Aufwand bereitet, würde es mir wirklich viel bedeuten, zu erfahren, was du über Kyros Edikte und die Magie der Türme weißt.
Der Turm des Berges in den Stufen erwachte mit meiner Anwesenheit. Und das passierte nur Augenblicke, nachdem ich eine Dikt von Kyros beendete. Insofern ist es von äußerster Wichtigkeit, dass ich herausfinde, was dort mit mir geschehen ist und was es bedeutet. Vielen Dank im Voraus für deine Kenntnisnahme und Weisheit. Schicksalsbinder Paxis. Das nehmen wir. Okay, Spiel passiert. Waren wir hier nicht schon? Ist das ein neuer Ort, oder? Du hast uns das eingebrockt. Sterbende Himmelsklinge. Ungebrochene Zorn 5. Du! Die Himmelsklinge hustet einige Mal und räuspert sich. Wir haben Kyros Truppen unterschätzt. Ein Lächeln spielt um ihren Mundwinkel. Die wird es ebenso ergehen. Ich freue mich schon, ihnen dabei zu helfen, den Rest von euch auszulöschen. Ja, toll, dass ich nur das nehmen kann als Auswahl. Ich hoffe, du wirst bluten. Knurrt sie und ihre Augen rollen nach hinten, als ihre Wunden erliegt. Aber nochmal kurz aufgestanden, alles klar. Schutztrank. Hier ist jemand, Himmelsklinge, okay. Das bedeutet aber auch, dass wir jetzt wieder bei Lyra zu Roskurs Durst wechseln werden. Und zwar bei Bronzeschwert aus Ardent. Weil ich denke, dass die 6 Rüstungsdurchdringungen mehr wert sind als 0,15 SPS und die Erholung und die Genauigkeit. Und es ist auch einfach eine coole Waffe. So. Es wundert mich trotzdem. Waren wir nicht schon mal hier? Oder ist es ein anderer Ort? Ach, keine Ahnung. Wie Kampfstart. Aber es ist halt nur ein Gegner. Gegen den wir jetzt kämpfen, deswegen. Nee, greift schon mal an. Hallo. Wie dumm, ey. Wir hätten nur diesen einen angreifen können und platt machen können. Jetzt kämpfen wir wieder gegen 2. Wenn ich das richtig sehe, aber egal, das schaffen wir trotzdem. Das sind keine Gegner mehr für uns. Oh, verdammt! Ja, so war das gar nicht geplant. So war das gar nicht geplant. Jetzt müssen wir auch gegen die anderen kämpfen. Nein. So wollte ich das überhaupt nicht machen. Ah, dann machen wir es anders. Es wurde ja sowieso automatisch gespeichert, als wir jetzt hier hingereist sind. Dann werde ich jetzt hier einfach unterbrechen und den Kampf nicht machen. Dass ich diesen Text geschrieben habe und mit dieser einen sterbenden Himmelsklinge gesprochen habe, das war ja nicht viel, das kann ich dann beim nächsten Mal machen. Dann cutten wir jetzt hier erstmal. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, bis hoffentlich morgen. Und dann bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ja, der Grund, warum wir jetzt hier nochmal diese unentdeckten Situationen haben, obwohl wir ja schon mal waren, ist, dass die 2 Einheiten der Geschmähten da sind und gegen die Himmelsklingen oder gegen die des unbeugsamen Landes kämpfen. Und deswegen ist das hier alles jetzt ein bisschen anders. Aber das macht ja nichts. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt mir treu und ja, bleibt cool. Tschüss, euer Paxis.